Rexxar gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Lass die Jagd beginnen. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Hearthstone. In der letzten Folge haben wir den Verlust der vorigen Folge wieder weggemacht. Und kämpfen diesmal gegen den Priester. Sind weiter natürlich auf dem Weg zu Level 10. Machen wir das mal so. Genau. Das habe ich mir nämlich gedacht, dass er angreift. Ist doch schon mal ganz gut gelaufen. Dann tun wir ihm noch mal ein bisschen weh. Sind fertig. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. So, den setzen wir auf 1 runter. Fügen dem guten Priester einen Schaden zu. Der stellt sich natürlich sofort 2 wieder her. Ja, ist doch klar. Oh, und der greift ihn nicht an. Dann reduzieren wir seine Leben weiter. Oh, und der greift mich direkt an. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, sehr schön. Bevor der mir weiter auf den Sack geht hier. Machen wir den kaputt. Das Dingo. Ja. Es trifft sich doch gut. Ich glaube, ich warte erstmal noch eine Runde. Ja, ich warte noch eine Runde. Ja, stell du mal fleißig deine Leben wieder her. So, das ist dann eine 10-5er mit Ansturm. Machen wir die Spottkarte kaputt. Und geben dem Jungen nochmal 7 Schaden. So. Na, hätte ich gar nicht mehr machen brauchen. Bin schon wieder gewonnen. Naja. So, hat er noch einen, nutzen wir die Fähigkeit
und haben wieder gewonnen. Sehr schön. So, wir sind jetzt Level 9. Ich denke, in der nächsten oder übernächsten Folge sollten wir dann Level 10 sein. Dann gucke ich mir das Deck nochmal genauer an. Und dann werden wir endlich online gehen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein.